Jeg har oplevet valgkampen, og hvordan sådan en helt almindelig valgkampsdag så ud. Og jeg vil lige advare jer, jeg har delvist i hvert fald prøvet at være sådan lidt sjov. Så I behøver ikke at tage hele teksten mega seriøst. Og dann, ja, anstatt eine Rede zu halten, sorge ich für etwas Abwechslung im Programm, und zwar mit einem Poetry Slam Text, in dem ich einen normalen Wahlkampftag von mir beschreibe. Er ist aus meiner Perspektive erzählt und etwas überspitzt, und ich würde euch damit eine Textentzahl mit einem kleinen Augenzwinkern zu verstehen. Teksten er på tysk, ikke fordi jeg ikke kan lide at skrive på dansk, men fordi jeg selv ikke altid kan styre, hvilket sprog det så bliver på, og dengang blev det så på tysk. Und der Text heißt, jetzt kommt der Norden, oder auch Pasta, Pesto und Plastik, Stefan. Ich wach morgens auf und ruf, der Norden kommt zu kurz. Sprung aus dem Bett, Pasta, Pesto zum Frühstück, Treppen runter, in einer Mischung zwischen Laufschritt und Sturz. Am Auto angekommen, nick ich Plastik-Stefan, der im Kofferraum zwischen Kabelbindern und Giveaways liegt, kurz zu. Fisch den Strafzettel unter dem Scheibenwischer hervor, noch einer, juhu. Gebe im Navi Ortschaften ein, bei denen ich anzweifle, ob die schon von Menschen gesehen worden sind. Schieb Flyer, Bonbons und Blumensaat vom Fahrersitz, die Stimmenjagd beginnt. Ich sitze auf dem Podium, an irgendeiner Schule im Land, mit jungen Menschen, vor jungen Menschen, und erzähle, was wir wollen. Dass sie sich alle, egal was ihre Eltern machen, ein Studium leisten können sollen. Dass auch wir den Klimawandel nicht mehr aufhalten können, aber wenigstens versuchen, ihn einzudämmen. Dass wir die Dinge beim Namen nennen, dass wir Themen ansprechen, die andere Parteien versäumen. Und dass wir versuchen, ihnen die Steine der Gegenwart zukünftig aus dem Weg zu räumen. 2 Stunden später stehe ich am Wahlstand. Brötchen, Kaffee gab's auf die Hand. 2 Menschen kamen schon vorbei, um Kugelschreiber mitzunehmen. Eine blieb für die Bonbons stehen. Der 4. wollte wissen, was wir machen. Der 5. schnacken. Die 6. sagt, sie hat das Kreuz bei uns gemacht. Der 7. wurde schon von uns erzählt. Nummer 8 lacht und sagt, er hat schon immer CDU gewählt. Ich lache und spreche ihm mein Beileid aus. Person fragt, was ein Mandat im Bundestag denn bewirken kann. Ich lächle wissend, mache mich bereit, das zu sagen, was ich seit Monaten auf diese Frage antworte, und tue gleichzeitig so, als wäre der Erste, der das fragt. Kurz darauf geht's weiter auf den nächsten Wochenmarkt. Komische Zeiten, wenn ich mehr als jemals zuvor auf Wochenmärkten stehe und mein Kühlschrank trotzdem fast so wenig Inhalt hat wie das Wahlprogramm der SPD. Naja, ich habe wenigstens Pasta und Pesto. Und genau die verschlinge ich auf der Rückbank meines Autos, ruft gleichzeitig Stefan zurück, der aber gerade über die Grenze fährt und gleich kein Netz mehr hat. Klassiker. Lese die 16. Mail von Martin heute. Eigentlich sind es nur 8, aber im Mailverteiler sind so viele verschiedene Mailadressen von mir, dass ich alles doppelt und dreifach bekomme. Rolle mit den Augen, weil ich die Nachricht, wer hat noch Flyer und weiß jemand, wo der Wahlstand ist und hat jemand die Beachflags gesehen, wirklich nicht mehr lesen kann. Schreibe meiner Mutter, dass demnächst eine neue Ordnungswidrigkeit aller Strafzettel im Briefkasten liegt. Immerhin nicht abgeschleppt, Herz-Smiley, Zwinger-Smiley, Klassiker. Schreibe meinem Freund, dass er Seite 5 der SRZ aufschlagen soll, falls er mich mal wieder sehen will. Zeit auch, um das 20. Bild von Menschen in blauen Westen vor einem blauen Pavillon mit ganz vielen blauen Herzen bei Facebook hochzuladen. Wir kämpfen weiter um jede #Zweitstimme für den SSW. #JetztKommtDerNorden, #Bundestagswahl 2021, #MissionBundestag. Ich grinse Plastik-Stefan im Rückspiegel an und mache mich auf den Weg zur nächsten Podiumsdiskussion. #JedeStimmeZählt. Armutsfeste Renten, regionaler Klimaschutz, 13 Euro Mindestlohn, schreie ich zwischen amtierenden Bundestagsabgeordneten ins Mikrofon. Ich sehe ein Nicken hier und da, höre ein Schnauben zu meiner Rechten und mach weiter. Und das seit über einem Jahr. Zum Erfolg gibt's keinen Aufzug, nur eine Leiter, hat irgendjemand Schlaues mal gesagt. Und wir nehmen diese Leiter, machen einen Schritt nach den anderen, immer weiter, wir lassen uns nicht stören. Von Sturm und Gegenwind, wie denn auch, wenn wir doch Wikinger sind. Ja.
Und ja, ich bin ganz ehrlich, wenn ich nach 15 Stunden Wahlkampf nach Hause komme und mit Unikram anfange, dann verfluche ich diese Leiter nach Berlin ab und zu. Die ist nämlich ganz schön lang. Und nicht jede Sprosse trägt mich. Nicht jeder nächste Schritt ist klug. Manchmal ist es wackelig und nicht jeder Griff ist fest genug. Manchmal habe ich keine Kraft mehr, auch den nächsten Schritt zu wagen. Manchmal denke ich zu wenig ans Gewinnen und zu oft an das Versagen. Und ja, manchmal bin ich weniger ich und nur jemand, der ziellos durch die Gegend irrt. Und manchmal ist der Weg zum Boden kürzer als all das, was noch kommen wird. Und an anderen Tagen vergesse ich die Leiter und die Angst vor dem Fall. Weiß, dass ihr beide über mich wacht, egal wo ich bin, immer, überall. Ich genieße diese Zeit. Die Menschen und das Jetzt, den Stress, die Action, das gemeinsame Kämpfen bis heute, bis zuletzt. Die Diskussionen und Prognosen, die Gespräche und Essen aus Dosen, Haustürwahlkampf im Regen, an Wahlständen zu frieren, mich mit der FDP anzulegen und das Neues ausprobieren. Und ich mag's, mich zu streiten und die Demokratie zu leben, Meinung zu äußern und nach guten Lösungen zu streben. Wahlkampf bedeutet kämpfen für all das, wofür wir stehen. Wahlkampf ist Zusammenhalt und über Limits gehen. Und ja, wir sind nicht viele, aber haben ganz viel Herz und Mut. Wir versetzen Berge, gehen über Grenzen, was man aus Leidenschaft so tut. Wir lichten den Anker heute Nacht, setzen die Segel in Richtung Spree. Falls mich in Zukunft jemand fragt, wo ich hingehöre, dann ist die Antwort, es ist weh.